Letzte Nacht klopfte ein verlockendes Angebot an meine Tür. Natürlich war ich zuerst misstrauisch. Aber mein Besucher sagte, die Sache wäre zu heiß, um über normale Kanäle angeleiert zu werden. Angeblich hatte ihm ein alter Freund von mir verraten, wo er mich finden könnte. Ich wollte gerade fragen, wer unser gemeinsamer Freund war, als mich der Kerl auf andere Gedanken brachte. Ich sollte für das Gold in die Shoals Gate Station, dem Hauptquartier der Stadtwachen, einbrechen und einem gewissen Lieutenant Hagen den Diebstahl von Beweisen unterschieben. Hagen ist Sheriff Truards Nummer 1. Offensichtlich ist der Kerl diesmal dem Falschen auf die Füße getreten. Mein ungewöhnlich zahlungskräftiger Auftraggeber hat mir alle Informationen gegeben, die ich brauche. Einschließlich einer detaillierten Karte des Gebäudes. Ich muss nur einen sicheren Weg in das Gebäude finden, dort meinen Job erledigen und mich dann wieder verziehen, ohne die Blauröcke aufzuwecken. In Shoals Gate einzubrechen ist etwa so witzig, wie einem Drachen eine brennende Fackel in den Rachen zu halten. Allerdings könnte ich von dem Gold einige Zeit leben und außerdem macht es höllischen Spaß, den Hütern des Gesetzes mal wieder ordentlich einzuheizen. Abgesehen davon, bei meinem Glück stolpere ich früher oder später ohnehin in die Sache. Mein Lieblingsjahrgang.
So könnt ihr mich nicht behandeln. Ich bin ein Kriegsheld. Ja, und im Krieg hast du wohl auch gelernt, wie man ehrbare Bürger bestiehlt. Als ich heimkehrte, war meine Familie weg. Ich hatte kein Geld. Sicher, sag das dem Sheriff. Er hat ein Herz für Kriegshelden. Ich liebe die Dunkelheit. Für meine dunklen Geschäfte. Dunkle Geschäfte in der Stadt. Ich bin dieser Tage so müde. Ich erinnere mich nicht mehr an meinen letzten erquickenden Schlaf. Es gibt kein Gesetz mehr in der Stadt. Keine Gerechtigkeit. Die Starken herrschen über die Schwachen. Schande über uns. Wir richten unsere schöne Stadt zugrunde. Sie ist ruiniert und wir sind am Ende. Das Leben ist eine Hure und dann stirbst du. Tja, und das Leben geht ohne dich weiter. Ich werde dieses stinkende Loch nie mehr verlassen. Warum auch? Einem alten Kauz wie mir hat das Leben da draußen nichts mehr zu bieten. Totenstille. Oh, ja. Ruhe sanft, mein Freund. Der Bauer den Pfad eures Ordens nicht mit dem Blut der Heiden gepflastert? Und sollen wir nicht alle dem Beispiel des Erbauers folgen? Ich danke dem Erbauer für seine Weisheit, denn er hat mich die göttliche Macht des Todes gelehrt. Ihr da, ich hörte, wie sie über euch sprachen. Ja, sie sagten zu mir, es gibt jemanden, der Blut vergießt, ohne Anstrengung. Einfach so. Und ich sage, ja, ich verstehe, aber ihr nicht. Euer Pakt mit den Schatten wird niemals den Verrat kennen. Nein, 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 nein. Das braucht er nicht mehr. Was war das für ein Geräusch? Irgendwie nicht nach Ratte. Schon wieder? Sie tauschen diese Dinger wohl ständig aus. Wirklich verdammt schnell aus. Tja.
Könnten wir hier drüben noch einige Fackeln haben? Ich schätze, Schießübungen könnten mir nicht schaden. Oh Mann, ich glaube, das war wohl nichts. Wer hat das gesagt? Wieso müssen wir hier eigentlich Wache schieben? Könnten die Mechanisten hier nicht auch einfach einige dieser mechanischen Augen verteilen? Wir stehen hier, weil man uns nicht einfach abschalten kann, Blödmann. Oh, na immer noch besser als bei den Downwindern. Verdammt richtig. Kein Kanalgestank, kein Schimmel und weniger Ratten. Hast du mal überlegt, warum Truett uns angeheuert hat? Nee, wozu? Er hofft wohl, dass wir weniger Zeit haben, das Gesetz zu brechen, solange wir schützen. Gold ist Gold. Ist doch egal, ob es von Ruben oder Sheriff Truett kommt.
wir ganz von vorne an. Was ist passiert? Nun, meine Dienerin Jennifer ist verschwunden. Sie hatte keinen Grund, wegzulaufen. Ich habe sie immer wie meine eigene Tochter behandelt. Wer wird sich nun um mich kümmern? Madame, ich unterbreche Sie wirklich nur ungern, aber ihr kommt schon wieder vom Thema ab. Bleibt bitte bei den Fakten. Wollt ihr mir nun helfen oder nicht? Ihr solltet wissen, dass ich eine enge Freundin von Vater Karras bin. Er hat großen Einfluss, wisst ihr? Von wem glaubt ihr, stammen diese hübschen neuen Gerätschaften? Ich bezweifle, dass er erfreut wäre, wenn er erfahren würde, dass ihr euch weigert, einer guten Freundin zu helfen. Verzeiht, Madame, ich versuche lediglich den Grund eures Problems herauszufinden. Je schneller wir hier fertig sind, desto schneller können wir nach eurer Dienerin suchen. Warum beruhigt ihr euch nicht und sammelt euch, während ich alles noch einmal zusammenfasse? Tut mir leid, Hauptmann. Danke. Der Beobachter ist betriebsbereit. Sobald sich jetzt ein Eindringling nähert, löst er Alarm aus. Und wie kann er zwischen uns und einem Eindringling unterscheiden? Wenn ihr eine Antwort auf diese Frage wollt, müsst ihr ein Mechanistenseminar besuchen und euch unserem Orden anschließen. Die Weisheit des Karras ist nicht für die Ungläubigen bestimmt. Tja, und was ist mit der Wartung dieser ganzen Geräte? Der Sheriff hat darauf bestanden, dass alle Informationen über das Sicherheitssystem Lieutenant Hagen anvertraut werden. Die Anweisungen sind in eurem Aktenraum unter Verschluss. In welchem Raum? Der Sheriff bat uns, einen Raum für Akten und Dokumente zu konstruieren, in den nur er und seine Lieutenants Zutritt haben. Dies soll ohne Zweifel inkompetente und neugierige Einfallspinsel wie euch fernhalten. Komische Geräusche. Okay. So. Wie soll ich denn bitte etwas sehen, wenn es ständig dunkel wird? So satt, ständig im Dunkeln herumzustolpern. Thank you.
wüsste zu gerne, von wem das dämliche Alkoholverbot stammt. Das Einzige, was den Dienst erträglich macht, ist ein leckeres Fläschchen. Einen lächerlichen goldenen Streifen darfst du dir jahrelang die Füße wundlaufen. Wer spricht da? Still! Ich glaube, ich habe da was gehört. Komm sofort zurück, verdammt! Wäre doch gelacht, wenn ich hier nichts finde. Thank you.
was? Hallo? Ist da jemand? Unsinn. War vermutlich nur ein Anfänger. Etwas sehen, wenn es ständig dunkel wird. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch wer. Nichts mehr. Gesehen. Hallo? Irgendjemand da? Ich glaube nicht.
Sehe ich jetzt schon Gespenster? Trotz allem eine ruhige Geschichte. Wenn du befördert werden willst, musst du dir den Arsch aufreißen. Für einen lächerlichen goldenen Streifen darfst du dir jahrelang die Füße wundlaufen. Ich mach es nicht, wenn es jemand herum.